Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Firefox 57 mit Client-Side-Decorations unter GNOME. Mit Firefox 57 ist Mozilla mal wieder ein wirklich großer Wurf gelungen. Auf einmal funktioniert das Surfen durchs Netz wieder wieselflink. Besonders gut ist, dass der Browser endlich das GTK-Theme der Desktop-Umgebung aufgreift. Schaltermenüs oder Tabs sehen so aus wie beispielsweise bei Gedit, also dem Texteditor, oder Nautilus Files. So ergibt sich ein schönstimmiges Bild auf dem Desktop. Das Erscheinungsbild lässt sich allerdings noch weiter verbessern. GNOME unterstützt Client-Side Decorations oder kurz CSD. Der Desktop kombiniert also Fenster und Menüleiste zu einem Element. Beim aktuellen GNOME-Desktop sieht man das am besten bei aktuellen GNOME-Anwendungen, wie beispielsweise Files, also Nautilus, oder Gedit, der Texteditor. Firefox 57 unterstützt CSD ebenfalls. Eventuell muss man die Funktion jedoch erstmal aktivieren. Dazu öffnet man den Firefox und gibt ein About Doppelpunkt Config. So gelangt man zu den Einstellungen und sucht dann nach dem Schlüssel Widget. Allow Client-Side Decoration und setzt den auf True. Dazu klickt man die Einstellung doppelt an oder man klickt mit der rechten Maustaste auf die Einstellung und klickt dann auf Umschalten. Danach muss man den Browser einfach schließen und wieder neu starten. Und wie man sieht, sind jetzt die Tabs in der Fensterleiste. Eine Einschränkung gibt es allerdings. Nicht jede Linux-Distribution baut Firefox so, dass es diesen Schlüssel in der Firefox-Konfiguration gibt. Das wird sich in Zukunft mit Sicherheit ändern. Wer unbedingt jetzt schon Client-Side-Decorations bei Firefox sehen möchte und eine Distribution nutzt, deren Firefox die Funktion nicht unterstützt, kann sich alternativ die Firefox Nightly Build als Flatpak auf den Rechner holen. Im Übrigen findet man die Benutzereinstellung von Firefox, die man getätigt hat, im versteckten Verzeichnis .mozilla im Home-Verzeichnis. Um die Einstellung zu ändern, kann man ins Verzeichnis gehen. Dazu wird das Verzeichnis erst sichtbar gemacht, mit verborgenen Dateien anzeigen. Einfach dann ins Verzeichnis .mozilla klicken, ins Verzeichnis Firefox und dann ins Profilverzeichnis. Und da kann man dann die Benutzereinstellungen von Firefox ändern, und zwar in der Datei perifs.js. Die kann man dann einfach mit dem Texteditor seiner Wahl ändern. Einfach vorher Firefox schließen, dann die Datei mit dem Texteditor öffnen und hier kann man jetzt die Einstellung ändern. Im Übrigen auch die Einstellung, die ich gerade gemacht habe, Allow Client Side Decoration, die kann ich wieder zurück auf False setzen. False. Datei speichern, schließen, Firefox wieder öffnen und dann sieht Firefox wieder wie früher aus. Also die Tabs sind dann nicht mehr in der Fensterleiste. Das war User Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück.